Kerzen und Blumen für die Opfer. Nach dem schweren Grubenunglück im thüringischen Unterbreitsbach suchen Experten weiter nach der Ursache für den Tod dreier Bergarbeiter. Am Dienstag um 13 Uhr war bei einer Routinesprengung in dem Kalibergwerk außergewöhnlich viel Kohlendioxid freigesetzt worden. Die Arbeiter hielten sich in einem eigentlich sicheren Abschnitt in 700 Metern Tiefe auf. Sie wurden durch die Druckwelle verschüttet. Wir haben die tödlich Verunglückten in den späten Abendstunden bergen können. Und sie sind jetzt zu den Untersuchungen, die dann gemacht werden, in die entsprechenden Kliniken gebracht worden. Leider mussten die Ärzte feststellen, dass ihnen nicht mehr zu helfen war. Zum Zeitpunkt der Sprengung waren 7 Bergleute im Schacht. 4 konnten sich in einen Schutzraum retten. Für die 3 tödlich Verunglückten kam jede Hilfe zu spät. Sie waren 56, 50 und 24 Jahre alt. Wir werden die Grube in den nächsten Tagen belüften und werden dann nach unten schauen, was dort unten vorzufinden ist und können erst dann sagen, wie es weitergeht. Bis auf Weiteres ruht nun die Arbeit in der Kaligrube. Die Frühschicht ist am Morgen nicht zum Dienst angetreten.